So, hallo zu einem kleinen weiteren Tutorial. Und zwar habe ich zwar schon gezeigt, wie man Waffen macht, aber ich wurde gefragt, wie man denn Waffen ausrüstet, also Waffen aufsammeln kann und die dann auch wechseln kann. Deswegen habe ich hier mal eine kleine Szene gemacht. Einfach nichts Großes. Hier ist wieder der Standard Character Controller von dem Standard Asset Pack. Übrigens, ich würde mir das mal sichern, also nur mal so, falls man die Assets noch verwenden will, weil Unity wird ab der Version 2020 das Asset Pack rausnehmen. Warum? Keine Ahnung, weil sie doof sind. So. Dafür habe ich mir dann nochmal hier diese schönen Waffen runtergeladen, einfach aus dem Asset Store. Das sind Gratiswaffen. Und da habe ich einfach nur einen Sphären-Collider draufgepackt und ein kleines Script, das heißt VID, also Weapon ID Script. Ich mache das mal eben auf. Und mehr ist da gar nicht drin. Da ist einfach nur das, ein String drin für den Namen der Waffe und eine Rotation, dass es sich halt dreht. Also, das habe ich auch schon mal gezeigt. Das dreht sich halt einfach nur. Mehr macht das nicht. So, dann tragen wir für die Waffen bei jeder Waffe einfach erstmal den Namen hier an der Seite ein, damit wir den Namen dann überprüfen können. Und dann erstellen wir erstmal ein neues Script. Wie, das weiß man ja eigentlich schon. Und das nenne ich dann mal Weapons. So, das öffne ich dann auch gleich, sobald es dann ganz erstellt ist. Jo, alles klar. So, wie auf dem Weg, wie ich das jetzt mache, das ist jetzt vielleicht nicht der beste Weg, aber es ist ein einfacher Weg und er funktioniert. Also als erstes erstellen wir uns jetzt, weil wir haben drei Waffen, also nehmen wir drei Game-Objekte. Game-Objekt 4 für die AK. Und dann machen wir mal drei Stück draus. Einmal für die AK, einmal für die M4A1 und einmal für die Score. Pion. So, dann erstellen wir uns erstmal eine Funktion, um die Waffen überhaupt erst aufzusammeln. Also Void get Waffe. So, und dann benutzen wir wieder, das habe ich auch schon gezeigt, einfach ein Raycast Hit. Und da fragen wir erstmal den Input ab, also Input get Button down und dann wieder Fire One. Das ist die linke Maustaste, das sollte man wissen. Dann erstelle ich hier intern einen Raycast Hit, damit wir die Hit-Informationen haben. Und dann noch einen Ray. Ray R. Der Ray, den starten wir aus dem Screen aus. Also dafür nehmen wir einfach die Kamera, Main-Kamera. Und dann, da stand sogar schon bei mir, Screen Point to Ray. Dann einfach einen neuen Vektor. Sollte man eigentlich alles schon kennen, habe ich alles schon gezeigt. Und dann Screen. Dot with durch 2 und nochmal screen dot height durch 2 und dann Kamera dot main dot near clip panel. So, und dann wieder die Abfrage if physics. If Physics Raycast und dann füllt er den Ray, also R, aus Hit und eine Distanz machen wir einfach mal 20. Das ist eine gute Distanz, das ist nicht zu weit, aber auch nicht zu kurz. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall unseren Hit. Damit können wir die Objekte treffen und dann müssen wir erstmal fragen, hat das Objekt, was wir treffen wollen, überhaupt das Script, also die Information von VID, also Waffen-ID. Hat es denn die Information? Also erstmal fragen wir den Collider, Game Object, Transform, dot get Component und dann sagen wir hier VID und dann fragen wir, ist das nicht null. Also ist es, hat das Objekt, was wir treffen, überhaupt dieses Script? Und wenn es das hat, das ist ja super. Dann können wir jetzt die Abfrage machen. Dafür kopieren wir mal einmal hier das da oben. So, kopieren. Und dann sagen wir einfach if dieselbe Gaudi wieder. Man könnte das auch zwischenspeichern. Das würde ein bisschen performancesparender sein. Genauso wie nicht Kamera Main benutzen. Das mache ich jetzt nur, damit es schneller geht und einfacher ist. Aber für performance-technische Sachen und sonst was nicht Main Kamera benutzen, sondern einfach die Kamera selbst hinzufügen als Variable. Also zwischenbuffern. Dann ist das erheblich performanter. Aber das funktioniert ja auch. Also verwenden wir das jetzt. So, also dann nehme ich einfach W Name, also den Namen der Waffe, equals und dann einfach exakt derselbe Name, AK,
Und wenn es dann AK ist, soll er was machen? Er soll einfach nur die Waffe hinzufügen. Da habe ich was vergessen. Und zwar brauchen wir natürlich eine Liste für die Waffen. Also List aus Strings. Also eine Stringliste. Da sage ich einfach mal Waffenliste ist gleich New Waffenliste. Warum macht er die geschlossene Klammer nicht macht? Das nervt auch irgendwie ein bisschen, aber ist ja auch egal. So, dann mache ich mal Waffenliste.add und dann fügen wir der Liste die Waffe hinzu. Also den String der Waffe, den Namen der Waffe, damit wir die identifizieren können. Also AK. Und dann zerstören wir das Objekt, was wir getroffen haben, also die aufgesammelte Waffe. Destroy. Dot hit dot collider dot game object. Mach's mal, danke. Und das machen wir dann für die ganzen Waffen, also für alle Waffen, die man aufsammeln kann. Also machen wir hier einfach Copy and Paste, einmal Else nochmal reinknallen und dann sagen wir hier einfach nochmal dasselbe für die M4A1. Und dann kommt hier M4A1 hin, M4A1, auch richtig schreiben. Und dann das letzte nochmal für die Skorpion. Oder Skorpion. So, Skorpion. Ja, jetzt mal hier copy pasten. So, und das war's eigentlich schon. Und dann können wir jetzt erstmal das View schließen. Und dann brauchen wir natürlich noch Waffenslots. Also wir müssen ja entscheiden, welchen Waffenslot wir haben. Und wir möchten die auch gerne auflisten, die Waffen, die wir haben. Also ich werde das jetzt also pretty simple machen, indem ich jetzt einfach mal sage, wir nehmen jetzt einfach public int weapon slots. So, und vom Normal aus ist es 0. Und da machen wir uns eine kleine Funktion und zwar void weapon slot slot na, halt einfach weapons so. So, bei weapons kaufe ich mal kurz einfach nur eine if-Abfrage rein und zwar wir fragen den Input ab. Wir machen das jetzt nicht mit den Keys. Man könnte das jetzt auch mit einem Key machen, wie zum Beispiel drückst du 1, dann kommt die erste Waffe. Das könnte man jetzt machen. Ich mache es ein bisschen cooler. Ich nehme jetzt einfach mal getAxe. Und dann nehme ich einfach hier das Maus als String bitte. Das Maus Wheel. Nicht Wheel, sondern Scroll Wheel war das. Scroll Wheel. Scroll Wheel ist richtig geschrieben? Ich hoffe mal ja. Und dann frage ich einfach ab, ob das größer oder gleich 0,1 ist. Das heißt, man scrollt nach oben. Und wenn man nach oben scrollt, logischerweise machst du dann Weapon Slots plus 1. So, zip. Dann fragen wir natürlich erst nochmal ab, damit wir nicht zu weit rausscrollen können. Ist Weapon Slots größer als 3? Weil wir haben ja 3 Waffen und deswegen haben wir 3 Waffenslots. Dann sagen wir einfach wieder Weapon Slots ist gleich 3. Dasselbe machen wir jetzt nochmal für die andere Richtung. Also else if und dann einfach hier nicht größer gleich, sondern kleiner gleich minus 0,1. Und dann sagen wir hier nicht plus 1, sondern minus 1. Und hier sagen wir nicht größer als 0, sondern wir sagen nicht größer als 3, sondern wir sagen kleiner als 0. Und wenn es kleiner als 0 ist, dann machst du daraus wieder eine 0. Und so können wir schon die Waffenslots hin und her schieben und die Waffenslots wechseln. Das ist gut umgesetzt, aber man könnte jetzt natürlich noch hier input dot get key down. Und dann könnte man jetzt hier zum Beispiel key event und dann könnte man jetzt Alpha A, ich glaube es war Alpha 1 und mit Alpha 1 könnte man dann sagen, ja, du hast die 1 gedrückt, also ist Weapon Slots gleich 1. Und das könnte man dann für alle nochmal extra machen, dass man das dann halt mit den Tasten auswählen kann und mit dem Mausrad hoch und runter scrollen. Aber für den Spielfluss ist es ja schon ein bisschen chilliger, wenn man das mit der Mausrad machen kann. Weil mit hoch und runter scrollen, so wechselt man schnell die Waffen, wenn man die Munition leer ist und sowas. Das ist halt ein bisschen chilliger. So, dann müssen wir natürlich noch die Waffen aktivieren und deaktivieren, die wir in unserem Slot haben. Denn sonst wäre blöd, wenn da nichts passieren würde. Also machen wir jetzt erstmal eine If-Abfrage. Und zwar ist Weapon Slots größer als 0? Denn 0 ist einfach nichts. Das heißt, man hat eine leere Hand.
ausgewählt und dann fragen wir, if die Liste, die wir eingesetzt haben, die Waffenliste, und zwar der Count, also die Size der Liste, Count größer oder gleich Weapon-Slots. Weil es ansonsten, wenn die hinzugefügte Waffe noch nicht in der Liste drin ist, kann das natürlich sein, dass das nicht funktioniert. Deswegen gucken wir, wie groß ist überhaupt die Liste, die wir haben. Weil wir haben ja drei Waffenslots, aber wenn wir nur zwei Waffen haben, wäre ja doof. Und deswegen gucken wir, hey, ist überhaupt genug in der Liste drin? Also haben wir überhaupt genug Waffen in der Liste drin, um wie wir Slots haben? Und wenn nicht, dann lass es bitte. So, dann fragen wir hier nochmal einzeln ab. Und zwar ist Waffenliste anstelle von Weapon Slots, und da das ein Array ist, machen wir hier minus 1, weil wir wollen ja den nullten Platz zum Beispiel haben von der Liste, weil wir zählen ja bei einem Array, und eine Liste ist ja auch nur ein Array, zählen wir ja immer von 0 an, und dann sagen wir einfach equals, und dann fragen wir einfach ab, ist das equals AK, und nicht vergessen, schön gleich schreiben, ne? Also wie hier unten, das muss wie hier unten benannt sein, und auch in WID, dem Script, da müssen die Waffen auch gleich genannt sein, ansonsten wird das nicht funktionieren. So, ist das equals AK, und wenn es AK ist, dann sagen wir einfach, dass alle anderen Waffen aus sind. Also selbst wenn wir sie noch nicht haben, das ist ganz egal, weil wir wollen sie ja trotzdem deaktivieren. Also wir gehen davon aus, dass wir sie schon haben, auch wenn wir sie nicht haben. Und deswegen sagen wir auch einfach false. Und wenn sie sowieso schon false sind, also wenn sie deaktiviert sind, werden sie auch nicht nochmal deaktiviert, weil zweimal geht nicht. Und dann hier AK.setActiveTrue. So, und so aktivieren wir dann einfach schon die Waffe, wenn im ersten Slot die AK drin ist. Im ersten Slot. Und das machen wir jetzt einfach nochmal für jede Waffe. Also hier nochmal für M4A1. A1. Und dann machen wir hier bei M4A1 True hin und bei AK False. False. Und dann nochmal für die Skorpione. So, damit ich mich jetzt selber nicht verschreibe, kopiere ich mir das einfach mal. Skorpion. Und dann sagen wir hier False. Und bei Skorpion True. Und damit man, wenn man beim nullten Platz ist, natürlich gar nichts, so nichts ausgewählt hat, also man hat dann einfach nur die Hand ausgewählt. Man könnte ja zum Beispiel auch eine Hand machen, was weiß ich, wie zum Beispiel ein Messer. Wenn man ein Messer-Item hat und sowas, dann hat man natürlich logischerweise keine Waffe in der Hand. Also bis auf den nullten Platz ist alles aus, also falls. Und das war's dann im Grunde schon. Dann gehen wir in die Update-Methode und packen da als erstes Get Weapon rein. Welche Reihenfolge ist übrigens egal. Ich sage einfach nur so als erstes und dann nochmal Weapons. So, irgendwas vergessen? Ich denke nicht. Das sollte eigentlich funktionieren. Dann einmal abspeichern und zurück in Unity. Muss kurz ein bisschen laden, importiert kurz. Wow, das war laut. So, und dann gehe ich einfach auf den FPS-Controller, also auf den Spieler, und gebe ihm das Weapons-Script. Und dann müssen wir hier nochmal bei den Variablen einfach die Waffen reintun, also AK, die wir unserem Player gegeben haben. Und nicht vergessen, die Waffen auf die Kamera vom Player zu machen, also auf das Unterobjekt, das die Kamera ist, damit sie auch immer in dieselbe Richtung gucken, wie man selbst guckt. Skorpion und M4A1. Dann klappe ich mal die Liste aus, damit man das auch sehen kann. So, und dann war es das auch eigentlich schon. Dann kann ich mal hier auf Play drücken. So, lädt kurz. Und drinne, oh, man hört ja Fußabdrücke, habe ich ganz vergessen. Und dann haben wir hier die Waffen, die sich schön smooth drehen. Und dann klicke ich einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel von einer höheren, ich weiß gar nicht, wie weit 20 weg ist. Okay, ich kann aus der Distanz, vielleicht sollte man nicht 20 nehmen, vielleicht sollte man etwas weniger nehmen. Vielleicht am besten nur so 5. Und jetzt, wenn ich mit dem Mausrad hochscrolle, dann kann ich hier einfach die AK auswählen. Und wenn ich runterscrolle, ich habe aus Versehen was Copy-Paste-Fehler gemacht. Aber wenn ich jetzt noch die andere Waffe aufnehme, habe ich zwei Waffen. Und dann kann ich hier durch die Waffen scrollen. Hier, keine Waffe, die Waffe, die Waffe. Und dann, wenn man das Rapid Tutorial anguckt, dann kann man die Waffen auch zum Schießen bringen. So.
Und jetzt frage ich mich, habe ich mich bei Skorpion verschrieben? Werde ich die Skorpion haben? Ja, ich habe mich verschrieben. Das merkt man daran, dass ich die Waffe nicht aufnehmen kann. Skorpion, was für ein ekliger Name. So, und so kann man dann die Waffen auswählen und mit dem Scrollrad ganz gechillt hin und her switchen oder halt auch gar keine haben. So, dann mache ich mal wieder aus. Ich hoffe, es hat geholfen und ich hoffe, es findet Verwendung. Und ja, bis zum nächsten Mal zu irgendeinem Tutorial. Ich weiß noch nicht welches, aber irgendwann kommt mal wieder eins. Tschüss!